Guten Abend alle zusammen. Wir haben jetzt also den zweiten Teil von unserer Sitzung von heute und wir freuen uns sehr, dass Vania und Lena bei uns sind und über Arnold Toynbee reden werden. Quindi ho detto buonasera a tutti, anzitutto, e siamo molto contenti di avere con noi Vania e Lena che ci parleranno di Arnold Toynbee. Vania und Lena sind in Seminar über die philosophische Plattform, Philosophy for Future.org, und Julian Auk ist in diesem Seminar. Und in der Tat, in der Session Willkommen von der Webseite, von der Plattform, habe ich sowohl McLuhan zitiert, worüber Julian letztes Mal gesprochen hat mit seinen Kolleginnen, als auch Toynbee zitiert. Und die Gründe, wieso ich die zitiert habe, da werden sie heute Vania und Lena erklären. Ho detto che quindi Vania e Lena sono nel seminario sulla piattaforma filosofica e come anche Julian, e nella sezione Benvenuti ho citato della piattaforma, ovviamente, ho citato sia McLuhan per il concetto di villaggio globale, sia Arnold Toynbee. E i motivi per cui ho citato nella parte benvenuti, nella sezione benvenuti Toynbee, ce li esporranno oggi, diciamo, Vania e Lena. Ora vediamo un attimo, quindi, prima il testo. Allora, prendiamo il testo. Esatto, dovremmo già averlo. Controllo un attimo. No, allora. Lo carichiamo ora. Secondo solo. Un attimo solo che sto caricando il testo per leggere. Svergeladen jetzt den Text. Un secondo. Eccolo qua. So. Perfetto. Machen wir jetzt die Bildschirmfreigabe. Mi dite per favore quando si vede, quando mi dan sage, man der Text zu sehen ist. Wartimmi un paar Sekunden. Kann man sehen, den Text? Vania, kannst du sehen? Noch nicht? No. No, va non bene, nicht. Aspettiamo 2 minuti. Cioè 2 secondi. Ci siamo? No. Ancora no? Non, eccolo. Okay. Sì. Va bene. Braucht ein Espresso, mein Computer. Bisschen wach zu werden. Ja. Va bene. Also, ich wollte nur kurz sagen, ich hoffe, dass die Linie, also gestern einmal, es ist nie passiert, dass plötzlich war mein Internet weg. Und sollte mein Internet weg sein, ich hoffe nicht, es ist einmal passiert, aber dann bitte ein bisschen Geduld, dann ich komme wieder in einige Minuten wieder, wieder starten wir wieder, sollte das passieren. Aber es ist nur einmal passiert. Allora, bitte Vania oder Lena, ich weiß nicht, wer beginnt von euch, einfach die deutsche Seite lesen und dann die italienische werden die Italiener allein lesen, okay? Dann bitte. Ja, ich fange an. Also wir haben hier so ein bisschen was zu Arnold Joseph Toynbee zusammengefasst, der am 14. April 1889 in London geboren ist und stolze 86 Jahre später am 22. Oktober 75 in York, also im Norden Englands, gestorben ist. Zuerst haben wir allgemein zusammengefasst so die wichtigsten Fakten. A Study of History, was zwischen 1934 und 1961 erschienen ist, wird als Hauptwerk von Toynbee verstanden. Es umfasst ca. 12 Bände, da waren sich die Quellen noch nicht ganz einig, manche sprechen auch nur von 10, die sich geschichtsphilosophisch und kulturtheoretisch mit der Geschichte der Menschheit auseinandersetzen. Toynbee gilt
damit als einer der letzten Universalhistoriker. Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit liegt im aktiven, antiken Gesellschafts- und Geschichtsverständnis. Und für diese Recherchen reiste er um die gesamte Welt. Nach den beiden Weltkriegen agierte er außerdem als Berater des britischen Außenministeriums auf den Friedenskonferenzen. In seinen Büchern warnte Toynbee vor der Rückentwicklung menschlicher Moral durch technologische Fortschritte. Da haben wir hier ein Zitat, das eben Marco de Angelis auch auf der Plattform verwendet hat, wo Toynbee sagt, in den letzten 2 Jahrhunderten hat der Mensch seine materielle Macht so weit erhöht, dass sie zu einer Bedrohung für das Überleben der Biosphäre geworden ist. Aber er hat seine geistigen Möglichkeiten nicht gleichzeitig entwickelt, sondern im Gegenteil. Die Lücke zwischen diesen und seiner materiellen Macht hat sich entsprechend erweitert. Diese Diskrepanz ist ein Grund zur Beunruhigung. Denn nur eine Entwicklung des geistigen Potenzials des Menschen ist heute die einzig denkbare Veränderung in der Konstitution der Biosphäre, die die Biosphäre selbst und den Menschen damit vor der Zerstörung durch eine Gier schützen kann, die heute mit der Kraft ausgestattet ist, die notwendig ist, um ihre eigenen Ziele zu besiegen. Das ist aus der Menschheit und Mutter Erde, die Geschichte der Zivilisation oder eben auch als Zitat im Willkommenstext von Philosophy for the Future. Arnold Toynbee sah schon 1976 ein großes Problem mit der Diskrepanz zwischen der materiellen Macht des Menschen und seiner geistigen Entwicklung. Laut ihm können wir die Biosphäre nur vor einer Zerstörung retten, indem wir uns geistig weiterentwickeln. Das zweite Problem liege darin, dass die Welt wirtschaftlich und technologisch gesehen längst ein globales Dorf ist, wir politisch aber immer noch in Nationalstaaten organisiert sind. Hier sieht Toynbee die Lösung in einem universellen politischen Gremium, das sich aus Zellen der Größe neolithischer Dorfgemeinschaften zusammensetzt. Dies würde ein persönliches Kennenlernen ermöglichen und doch sind wir alle Menschen Bürger oder Bürgerinnen eines Weltstaates. Er versuchte, die genaue Analyse der Vergangenheit in seinen Büchern und Werken erschließen, um darüber einen Aufschluss über die Zukunft zu bekommen und dadurch eben menschliche Gesellschaft zu verstehen und hat dadurch festgestellt, dass die Gesellschaft nicht nach Völkern oder Nationen teilbar ist, sondern doch eben als Einheit zu verstehen ist. Man spricht von Toynbees Hasslisten, da er sich immer wieder klar von verschiedenen Ideologien und Ideen distanzierte, so zum Beispiel vom Rassismus, vom Nationalismus und vom Militarismus sowie dem Kommunismus. Trotzdem werfen verschiedene Quellen ihm Antisemitismus vor. Dies kommt daher, dass er von kategorischem Rassismus in der jüdischen Religion auch bei Protestanten schreibt. Andere unterstellen ihm aber einfach nur, dass er das Judentum nicht vollends durchschauen konnte und dadurch eben diesen Rassismus in der Religion gesehen hat. Ja, dann mache ich weiter. Wir haben jetzt nämlich noch was zu Toynbees Geschichtsphilosophie menschlicher Zivilisationen, wie sie in A Study of History beschrieben wird. Und zwei Leitgedanken seiner Geschichtsanschauung sind das Gesetz von Herausforderung und Antwort, das die Geschichte steuert, und dass Träger der Geschichte übergreifende Kulturkreise sind, also eben nicht einzelne Staaten. Und der Vergleich von Abläufen verschiedener Kulturen gibt Rückschlüsse allgemeiner Art auf die Ursachen von Entstehung, Wachstum, Niedergang und Auflösung der Kulturen. So wollte Toynbee auch die Zukunftsaussichten der Zivilisation feststellen. Dann gibt es einen kleinen Vergleich, also Spengler, der verglich auch Kulturen, hat gesagt, dass der Ablauf der Kulturen einem biologischen Determinismus folgt. Toynbee sagte das Gegenteil. Er meint, dass der Träger der Geschichte immer der Mensch selbst als freier, schöpferischer, sich entscheidender Wille ist. Und das bedeutet auch, dass es keine sicheren Zukunftsprognosen gibt und dieselben Ursachen nicht zwangsläufig dieselben Wirkungen erzeugen.
Und zum Gesetz von Herausforderung und Antwort. Wachstum geschieht dadurch, dass auf Herausforderungen natürlicher oder gesellschaftlicher Art erfolgreiche schöpferische Antworten gegeben werden. Wachstum ist also eine Kette schöpferischer Antworten. Ein Beispiel für einen schöpferischen Akt ist die Entstehung der Kirche. Die Kulturen gehen somit an ihrem eigenen Versagen zugrunde, also einem Nachlassen der schöpferischen Potenz und nicht an Schicksalsschlägen oder Katastrophen, die über sie hereinbrechen. Stufen von Gesellschaften sind laut Toynbee primitive Gesellschaften, dann die höhere Stufe sind Kulturen und die höchste Stufe sind Religionen. Und Toynbee sieht die Geschichte als geistigen Evolutionsprozess eben hin zur höheren Stufe. Die Grundlage für seine Theorie ist ein christliches Verständnis der menschlichen Existenz. Für Toynbee erfüllt die Kultur eine dienende Funktion, indem sie dazu beiträgt, eine tiefere religiöse Einsicht zu wecken, mit dem Ziel, eine einzige, reife, höhere Religion hervorzubringen. Und der Autor von unserer Quelle hat dann gemeint, macht Toynbee die christliche Anthropologie zur Prämisse seiner Geschichtsdeutung, so steht und fällt mit deren Annahme oder Ablehnung auch Toynbees Werk. Das finde ich aber, kann man darüber diskutieren, also muss nicht so gesehen werden. Ja, hier ist noch ein wichtiges Zitat, das ist vorhin auch schon mal angeklungen. Also Toynbee wies auch auf das Ziel hin, dass die Entwicklung des geistigen Potenzials des Menschen anstreben sollte. Und das ist eben, das erklärt er in dem folgenden Satz. Die derzeitige globale Reihe von lokalen souveränen Staaten ist nicht in der Lage, den Frieden zu bewahren, noch ist sie in der Lage, die Biosphäre vor der Verschmutzung durch den Menschen zu bewahren oder ihre nicht rekonstituierbaren natürlichen Ressourcen zu erhalten. Auf politischer Ebene kann die universelle Anarchie in einer ökumenischen Welt, die bereits aus technologischer und wirtschaftlicher Sicht in eine Einheit verwandelt wurde, nicht mehr bestehen. Was sich in den letzten 5000 Jahren als unverzichtbar erwiesen hat und in den letzten 100 Jahren auf technologischer Ebene, aber noch nicht auf politischer Ebene als machbar erwiesen hat, ist die Schaffung eines universellen politischen Gremiums, das sich aus Zellen der Größe neolithischer Dorfgemeinschaften zusammensetzt. Eine Dimension, in der sich die Mitglieder persönlich kennenlernen können und gleichzeitig kann jeder von ihnen auch Bürger eines Weltstaates sein. Molto bene. Allora, ja, es gab einen kleinen Fehler, bedeutungsvoll hatte ich ein oder das. Der letzte Teil habe ich ergänzt. L'ultima parte l'ho aggiunta io, c'era un piccolo errore in tedesco, bedeutungsvoll, con la, vabbè, una piccolezza. Allora, vielen Dank, Vania und Lena, habt ihr wirklich, würde ich sagen, sehr ausführlich über Toynbee als, geredet, als Historiker. Und ich denke, wir haben sehr viel eine interessante Position gelesen, die nicht von einem Philosophen kommt, nicht von Hegel oder von Kant oder so, sondern von einem Historiker, und einem Politiker. Also das heißt, ein Mensch, der ganz, ein Intellektuelle, der ganz andere Gebiete tätig war. Und doch kommen auf dem ähnliche Schluss. Das ist für mich interessant. Wie McLuhan als Soziologe, letztes Mal hat Julian darüber gesprochen, Toynbee als Historiker, als jemand, der wirklich Politiker, jemand, der wirklich die, in der Politik tätig war, also die Sage von innen gekannt hat, nicht nur von Büchern, über die Bücher. Und dann natürlich die Philosophie in etwa die gleiche Schlüsse kommen. Und sogar Toynbee ist sehr, sehr, muss ich sagen, sehr direkt, wie er sagt, er braucht einen Weltstaat. Er sagt das wirklich direkt, also 1976. Und er meint, wir sind heute nicht in der Lage, 1976 globale Phänomene zu meistern. Heute mit der Pandemie, was sollen wir sagen? Hat er völlig recht. Er hat wahrscheinlich nie an eine Pandemie gedacht. Aber das Prinzip, was er meinte natürlich andere Art von Katastrophen, Kriege oder so, oder Nuklearunfälle. Aber, das, also ich übersetze gleich schnell auf Italienisch, was ich gesagt habe. Inzwischen denkt ihr schon, welche, worüber wir diskutieren können, darüber, ob es Fragen sind an Vania und Lena. Natürlich, Vania und Lena haben nicht
viele tausend Seiten von Toynbees Werk gelesen. Aber man kann darüber, ich auch nicht. Deswegen, also das kann man nicht. Aber das ist Studio of History, weiß nicht, wie viele Bände sind. Also, aber schon diese kleine Rekostruktion, die wir gemacht haben, da gibt es uns Anlass zu diskutieren. Ho detto allora anzitutto ringraziato Vania e Elena per questa bella ricostruzione generale del pensiero di Toynbee e ho detto appunto che è interessante notare come studiosi di varie discipline, quindi abbiamo avuto McLuhan come sociologo, l'altra la settimana scorsa. Ora Toynbee che era non solo uno storico, ma un politico, cioè lui la politica la conosceva da dentro, lo sapeva bene quello che accadeva, ha fatto tutte e due le guerre, soprattutto la seconda, e guerra mondiale, però insomma lui le cose le sapeva e lui si è reso conto nella propria vita che la politica non riusciva più a gestire la società. Questo è il fatto fondamentale. E quindi lui come storico ha fatto dei ragionamenti simili a quelli che abbiamo fatto prima, la religione, le culture che si sviluppano. E non è arrivato ancora a dire la filosofia alla fine perché non aveva evidentemente quegli studi, no, sulla filosofia, ha fatto quegli studi su Hegel, eccetera. Però molto vicino. Allora, sentiamo quindi un po' le vostre idee, i vostri spunti di riflessione. Posso? Certo, un attimo solo che sto scrivendo a Rosanna che non la vedo, che fine ha fatto. Allora, vediamo. Allora, prego, Lucia. Sono qui. Ah, eccoci, fatti vedere. Allora, ci sono alcune, abbiamo bisogno di persone che partecipano alla discussione, non vi nascondete. Andiamo. È preoccupato per te. No, intanto bel lavoro a tutte e due, brave. E poi mi è venuta in mente, a proposito della prima parte, da Lena, mi pare, una riflessione sulla tecnologia e la spiritualità. Allora, mi è venuta in mente una conferenza di Mancuso, che è un altro pensatore italiano contemporaneo. Una volta aveva fatto una riflessione molto simile a questa, in cui aveva citato un passo di Dante, quello famoso, quello di Ulisse, della virtù de conoscenza, e aveva detto proprio quello che hanno detto le ragazze adesso, cioè siamo in un momento in cui Dante dava la stessa importanza a virtù de conoscenza, cioè il sapere, la conoscenza, la scienza, che deve essere accompagnata alla virtù. Quindi che uso fai del sapere che hai? Noi oggi lo chiameremmo spirito. E ha commentato che oggi la conoscenza è sempre più diffusa e sempre più specializzata perché sta crescendo a dismisura. Però non c'è un aumento parallelo e di pari passo adeguato della virtù, cioè la tecnologia, la conoscenza, le scienze aumentano, non si può dire altrettanto della virtù, della morale, dell'etica, della coscienza, della, no, della... e quindi tu usi la tecnologia e rischi di sfociare nell'abuso, perdi d'occhio, sfugge il controllo, per cui arriva lo sfruttamento dell'ambiente, arriva lo sfruttamento delle persone, arriva quando hai un obiettivo, se non hai fermo questo concetto della virtù, dello spirito, come loro l'hanno chiamata, no? Lo sviluppo spirituale, arriva, perdi il controllo. Benissimo, quindi, allora, sì. Beh, Lucia, Rosanna, vuoi fare tu un po' di traduzione? L'audio prima. Lo potrebbe fare lei questa volta? Va bene, faccio io. Allora, Lucia hat gesagt, sie hat diese Stelle, no? Diese Stelle hier, diese Stelle di Lena gelesen hat, am Anfang, wo Toynbee diese dass ich auch hier in Fett unterzeichnet, also vorgegeben habe. Diese Diskrepanz zwischen materielle Macht des Menschen und seine geistige Entwicklung, no? Ich habe gesagt. Questo è un punto importante, che addirittura
il più grande letterato italiano, Dante Alighieri, che è come fosse Goethe in Germania, no? Dante Alighieri, che è il Dante Alighieri che aveva parlato della differenza fra... C'era Marco, del Marco, devi dire in tedesco. Ah, ja, entschuldige, ja, ja, muss in Deutsch. Ok, ich bin jetzt etwas müde, natürlich, ich bin schon 6 Stunden. Sorry. Ich fange an vom Anfang an. Lucia hat gesagt, richtig, es kann passieren. Lucia hat gesagt praktisch, dass diese Stelle, was Lena gelesen hat, ist ganz wichtig und die findet sehr interessant, weil ein italienischer Intellektueller, heißt Vito Mancuso, der auch über YouTube und so weiter seine Video hat und so weiter, hat das in Bezug auf Dante Alighieri, ganz wichtig, Literat Italiens, also einer der Begründer der italienischen Literatur und italienischen Sprache, und wie Goethe in Deutschland, wie Wolfgang Goethe für Deutschland, und aber früher, weil im Mittelalter hat er gelebt, und der Dante hat gesprochen von Verhältnis zwischen Erkenntnis, Wissen und Tugend. Also dann, Tugend ist was Toynbee sagt, Geist, geistige Entwicklung. Dass wir haben heute praktisch eine, nicht heute, in der letzten eben 200 Jahre, oder Toynbee sagt 100 Jahre, aber natürlich meinte damals, heute sind fast 200 Jahre, von enorme materiellen Entwicklung, also aber von einer geringeren geistigen Entwicklung. Also es sind nicht parallel, die laufen nicht parallel, die Zeit. Das ist das Problem. Und das sagt Lucia, das bedeutet, dass wir haben heute immense Macht, technologische Macht, wirtschaftliche Macht, aber wir haben nicht unseren Geist oder unsere Tugend, würde man mit den Worten von Dante sagen, unsere Tugend so entwickelt, dass wir diese Macht beherrschen können und richtig mit dieser Macht umgehen können. Und deswegen kommen Umweltzerstörung und die ganze nukleare Weltkriege sind gekommen und dann weiß ich, Atomkatastrophe und so weiter und so fort. Und deswegen, sie hat eben, Lucia hat gesagt, findet sie diese Gedanke sehr wichtig und eben sogar kann man sie zurückverfolgen im Mittelalter, was schon Dante darüber sich Gedanken gemacht hat im Mittelalter. Dass Tugend und Erkenntnis oder Tugend und Wissen müssen immer parallel laufen. Bene, also Lucia, allora vogliamo chiedere che cosa ne pensano le ragazze su questa cosa. Eh? Vania und Lena, wollt ihr was dazu sagen? Also, es ist eigentlich keine Frage von Lucia, weil Lucia meint ja, ihr scheint ganz wichtig dieser Begriff. Was denkt ihr über diese Begriffe? Vania, Lena oder Mona oder Patrick, ja, Julian, Jannik, wir haben heute eine sehr starke deutsche Präsenz. Meistens sind in Italiener im Mehrzahl. Heute haben wir vielleicht zum ersten Mal die Deutschen im Mehrzahl. Also profitieren wir davon, dass heute eben mehr Deutsch gesprochen wird. Meistens sind mehr Italienisch. Ho detto che oggi c'è una, per la prima volta, una prevalenza di partecipanti tedeschi. Allora ho detto approfittiamone, perché in genere prevale la lingua italiana. Oggi invece possiamo dare più spazio, come giusto che sia, in un contesto europeo, ai nostri amici tedeschi. Allora, sentiamo. Wer möchte was dazu sagen? Abbiamo Patrick, zum Beispiel. Bitte, Patrick. Ja, wir reden ja immer von einer Diskrepanz zwischen der Tugend und der Erkenntnis. Ich würde sagen, dass wir gegenwärtig durchaus in der Lage sind, das versuchen zusammenzuhalten. Ich nenne mal ein Beispiel, das Fahren mit autonomen Autos. Diese Technologie gibt es. Wir wissen, dass sie auch einsetzbar ist, aber wir setzen sie nicht ein, weil wir ethische Bedenken haben. Und Ethikkommissionen in der ganzen Welt setzen sich damit auseinander und erforschen den korrekten ethischen Einsatz. Deutschland hat das auch gemacht, hat vor, ich glaube, 2 Jahren einen Ethikbericht dazu rausgegeben. Und da haben sie dargestellt, unter welchen Bedingungen das autonome Fahren gültig sein darf. Und dadurch, dass wir solche Diskussionen führen, sind wir ja schon mal auf dem richtigen Weg. Ich meine, es gibt natürlich noch Diskussionen, die geführt werden müssen, grundsätzlich künstliche Intelligenz als Beispiel. Aber diese Diskrepanz zu vermeiden, das haben wir im Ansatz auf jeden Fall verstanden. Und wir wenden es auch an schon.
Also ein Fortschritt ist erkennbar. Ja. Rosanna, vuoi tradurre tu? Faccio io? Allora. Oggi non sono nel... Va bene, non fa niente. Allora, ha detto Patrick. Patrick, was ich ergänzen wollte, bevor ich alles übersetze. Auch mit dem Klonen. Was so spezialist. Seine erste Ausarbeit bei mir von Patrick war über Klonen. Das, auch mit den Klonen ist es so, dass wir ethische Bedenken haben. Ne? Allora, ha detto Patrick che praticamente oggi noi, per esempio, con queste automobili che fanno autonomamente da sole, no? Che ce l'abbiamo già la tecnica, però... ciao Julian anche deve andare via, grazie Julian. Allora, che con queste macchine che abbiamo già la tecnica, però ci sono delle commissioni etiche, no? In Germania, sono in Italia, in Germania c'è proprio, fa parte del governo proprio, c'è una commissione etica, Ethic Commission, queste commissioni etiche che controllano che appunto non tutte le innovazioni, possibili innovazioni tecnologiche, vengono veramente messe in circolazione e realizzate. Quindi dice Patrick, non ancora in modo perfetto il computer, però noi oggi già abbiamo la sensibilità, cioè ci stiamo pian piano arrivando, e io sono d'accordo su questo, cioè che noi pian piano stiamo comprendendo che Toynbee aveva ragione, cioè anche se magari non in riferimento a Toynbee, però praticamente la politica si va sempre più tardi, questo è il problema della scienza. E questo è un discorso sul quale noi dovremmo poi una volta fare una seduta a parte, no? I tempi della politica, i tempi della scienza, i tempi della filosofia. Probabilmente sono tempi diversi, molto diversi, e questo è molto pericoloso, i tempi dell'economia, no? Comunque Patrick dice quindi che noi in parte oggi ci stiamo arrivando, cioè stiamo mettendo in moto per questo. Ich habe was zu ergänzen. Ah, poi volevo dire anche per la clonazione, no? È qualcosa che è anche così, che siamo in grado di fare tante cose che poi non realizziamo. Il padre, ich habe was ergänzt dazu, als ich, wenn ich übersetze, dann bekomme ich auch neue Ideen und ergänze mir etwas. Das wäre sehr interessant, eine Ausarbeit zu schreiben, oder eine Studie, oder eine Arbeit, oder gemeinsam überlegen, über die Zeiten der Politik, die Zeiten der Philosophie, die Zeiten der Wissenschaft, weil es kann, die Zeiten der Wirtschaft, weil es ist möglich, dass diese Diskrepanz, die gibt, die also, Tombi hatte recht, hat gut eingesehen, der Mann hat sich gut ausgegangen, man, wenn er schreibt, wenn er spricht, man merkt, dass jemand ist, der sich auskennt, ein ganzes politische, historische, ein Kenner, wirklich ein Fachmann, dass diese Diskrepanz aber nicht aus bösem Willen von den Menschen kommt, sondern weil die Zeiten anders werden. Denn wir denken, die Philosophen haben schon in Altgriechenland vielleicht alles verstanden, zum Beispiel die Philosophen. Oder Giordano Bruno, was es 1600 hatte, schon verstanden von unendlicher Welt gesprochen. Dann zum Beispiel vielleicht die Politik nach 200 später oder die Wissenschaft noch ein bisschen früh vor der Politik, die Wissenschaft. Also es wäre interessant, eine Forschung zu machen, eine Studie, welche sind die verschiedenen Zeiten der einzelnen Bereiche des menschlichen Lebens. Also so ist mir jetzt diese Idee gekommen, dass also nicht alle die gleichen Zeiten haben und deswegen wir sind sowieso, wir müssen leider diese Diskrepanz, mit dieser Diskrepanz leben. Aber wenn wir das wissen, können wir natürlich dementsprechend reagieren. Ne? Aber wahrscheinlich diese Diskrepanz ist konstitutiv. Die gehört dazu, zum Menschen der Gesellschaft. Ho detto in tedesco, ho aggiunto qualcosa, cioè che forse noi con questa Diskrepanz, con questa, diciamo, differenza di tempi, dobbiamo convivere, perché forse è proprio così, che i filosofi pensano qualcosa molto prima, se pensiamo a Eraclito, che aveva già capito tutto col divenire, c'era bisogno di Darwin, Eraclito aveva già detto che tutto diviene, aveva detto 2500 anni fa, e i filosofi prima, poi la scienza, poi la politica dopo, forse l'economia non ci vorrebbe proprio arrivare, non lo so, ci sono tempi diversi. Quindi sarebbe uno studio interessante, ho detto ai ragazzi, sarebbe una bella tesina da fare questo. Rosanna, anche per i tuoi ragazzi, una bella tesina da fare.
bella, also eine schöne, ein schönes Thema für eine Hausarbeit oder für eine Bachelorarbeit sogar. Die verschiedenen Zeiten, die verschiedene, das Tempo, unterschiedliche Tempo in der menschlichen Gesellschaft, in den verschiedenen Bereichen. Vabbè, das war eine Ergänzung von mir. Ora Angela vuole dire qualcosa. Concentrati, Rosanna. Sì, proprio in merito a questa discrepanza di tempi. Se da una parte c'è il fatto che magari le tecnologie, come diceva Patrick, sono più avanti e la politica in qualche modo gli mette un freno per non realizzare delle cose, però non sempre accade, perché ci sono per esempio alcune tecnologie e alcune cose che le economie, cioè le industrie fanno in economia, e che magari sono permesse, anche se qualcuno ha l'impressione che non siano proprio così salutari, sane per l'uomo e per l'ambiente, però finché non si riesce a dimostrare che sono dannose, queste cose magari continuano ad andare avanti. Quindi questo doppio binario va in un senso, ma va anche nell'altro. Quindi forse ci sarebbe anche da riflettere sul fatto che magari alcune fasce dell'economia sono più potenti di altre, per cui riescono a influenzare meno le scelte politiche. Sì, übersetze ich, weil Rosanna hat gesagt, sie hat auch ein bisschen Kopfschmerzen. Wenn du no, 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 ce la faccio. Cioè, ich kann es schaffen, ohne Probleme. Wenn ich vergesse, spreche in andere Sprache, könnt ihr mir sagen. Ne? Quindi io ce la, io, se parlo in altre lingue, me lo dite voi, se sbaglio la lingua. Also, ich übersetze, weil die Rosanna hat etwas Kopfschmerzen heute. Allora, Rosanna, fai come vuoi, eh? Mache wie du willst. Kein Problem, ich sehe dich heute leidend. Mache wie was du willst. Ti vedo sofferente. Allora, also. Angela sagt, Patrick, du hast recht, ist es richtig so? Es gibt in der Tat diese, aber leider in der Industrie ist es so, dass praktisch manchmal, wenn zum Beispiel ein Produkt, man ist nicht sicher, ob das gut ist oder nicht, also die Industrie setzt sich durch und zum Beispiel stellt das auf den Markt. Oder so. Deswegen sagt sie, das ist richtig, aber wahrscheinlich hängt auch von den Staaten ab. Vielleicht in Deutschland gibt es einen bessere Kontrolle mit der Ethikkommission als jetzt in Italien zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Es wäre auch wieder eine Studie. Komme wieder auch ein gutes Thema. Und in Europa, wie sieht es mit der Ethikkommission in Frankreich, in Italien, in was Beispiel Spanien und Deutschland? Nehmen wir die vier größeren Länder. Das wäre auch interessant als Thema. Weil das ist doch das. Also das heißt, Angela sagt, ja, das ist richtig, was du sagst, aber doch, manchmal ist die Industrie so, so kräftig, das schafft, man wartet nicht. Das. E diciamo so und so, così e così. Un po' ci stiamo arrivando, un po' ancora no. Bisschen kommen wir langsam zu dieser Bewältigung der Diskrepanz, ein bisschen, die Wirtschaft will das nicht, das ist das Problem. Die Macht will das nicht. Questo è il problema, è che l'economia non lo vuole, chiaramente. Però ora la pandemia è andata anche contro l'Eubinia, questo è un fatto positivo. Aber da jetzt die Pandemie auch gegen die Wirtschaft gegangen ist, das kann was Gutes sein für uns, dass die Wirtschaft versteht, dass eine Kontrolle wichtig ist. Sentiamo, chi vuole dire ancora qualcosa? Patrick? Ja, also gerade wenn man sich die Wirtschaft anguckt, dann gibt es ja gewisse Paradigmen in der Wirtschaft, wie die Wirtschaft zu funktionieren hat, innerhalb der Wirtschaft. Man könnte ja fast schon von einer wirtschaftlichen Religion reden. Ja. Die Regeln des Marktes müssen funktionieren. Ja. Und das ist ja letztendlich diese Art von Religion, die in einem Dogma bündelt, ja, und als solches ja durchaus problematisch ist für die Gesellschaft. Ja. Weil die Gesellschaft ja in sich vollständig ist, allerdings einzelne Glieder ja einzelne Bewegungen vollführen und nicht zusammen an einem Strang ziehen. Ja, ja. Sì, Patrick dice che praticamente il problema è che nell'economia si è sviluppata una sorta di religione dell'economia, che sarebbe quella del mercato, no? Una religione che poi, soprattutto, aggiungerei io, per la concorrenza, naturalmente nessuno può fare nulla, no? Che
sia bene per la società, ma sia contro il proprio interesse, perché si troverebbe. Auch die Konkurrenz natürlich macht unmöglich, dass die Leute. Sì, un attimo solo, ci sono diversi. Und so, das praktisch, das ist wie ein Dogma, ist eine Religion, eine Wirtschaftsreligion, un dogma, quindi un dogma della religione e dell'economia, questo. E questo naturalmente è un problema perché impedisce che si prendano delle decisioni che vadano invece per il bene comune e non per il bene privato. Diciamo. Abbiamo due persone che vogliono intervenire, due partecipanti, Yannick e Lucia. Prego Yannick. Bitte Yannick. Ja, ich wollte nur eingehen auf das, was Marco eben gesagt hat, Patrick eben gesagt hat, Entschuldigung. Nämlich, dass ich gar nicht unbedingt glaube, dass alle sich auf diese Religion und der Markt muss funktionieren unbedingt versteifen. Ich glaube, das ist eher etwas für die Öffentlichkeit, was gepredigt wird, weil wenn man einfachste makroökonomische oder mikroökonomische Dinge untersucht, fällt einem, wenn man jetzt nicht nur aus der reinen Ökonomie kommt, sofort auf, dass die Annahmen schon nicht stimmen können. Also wenn man makroökonomische Modelle mit Politik verbindet, so fällt einem gleich auf, dass nicht jeder beispielsweise jeder Konsumer auf dem Markt hundertprozentig informiert sind. Das ist ja eine Annahme dieser Modelle, das sind wir ja aber gar nicht. Ich glaube, das ist eher so eine Predigt für die Außenwelt, um uns irgendwie ja auch auf dieses, der Markt funktioniert und auf dieses kapitalistische System, Entschuldigung, einzustimmen. So, was meinst du jetzt, Yannick? Ich habe dein Hauptargument dann eigentlich nicht verstanden. Ich kann das sonst versuchen umzuformulieren, was Yannick gesagt hat. Also Yannick sagt letztendlich, ich habe ja von der Religion der Wirtschaft gesprochen. Ja, ja. Und Yannick meint einfach, dass das so an sich ja nicht hinhauen kann, weil wenn man ins Detail guckt, die Religion der Wirtschaft so als solches nicht existiert, weil sie andere Mechanismen verfolgt, dass sie nach außen hin als eine Religion, wie eine Religion funktioniert, aber im Kern eigentlich ganz anders funktioniert. Also. Dass wir nicht wissen, wie manche Produktionskreisläufe funktionieren, Intransparenz generell und sowas. Also Mechanismen, sind Mechanismen. Ja, also letztendlich auch wie eine Kirche. Also die Kirche hat ja ein hehres Ziel, ein religiöses Ziel, aber im Kern des Ganzen gibt es ja genauso Probleme. Okay. Ich so kannst du, wenn ich das damit wirklich vergleiche, dann glaube ich, komme Yannicks Punkt ein bisschen näher. Ja, okay, Yannick, ist alles so klar, was du gesagt hast jetzt. Ist. Ich hatte nicht... Ja, perfekt, vielen Dank. Ja, ich bin auch ein bisschen müde jetzt, aber jetzt ist alles klar per meine Übersetzung auf Italienisch. Dice Yannick, che praticamente dice che non è, cioè, verso fuori sembra che ci sia questa religione dell'economia, no? Questa Wirtschaftsreligion, questa religione dell'economia, come diceva padre. Però dice che poi all'interno, nel discorso macroeconomico, di come sono più che altro meccanismi, diciamo, che funzionano in un certo modo, che sono quasi indipendenti da questa teoria, cioè che verso fuori sembra che ci sia questa religione, che però non è che, ormai è quasi un processo automatico si è sviluppato, diciamo così. E come dice Patrick, ha fatto l'esempio un po' come la Chiesa, che da una parte ha come suo ideale, diciamo così, ancora l'ideale ovviamente originario di Cristo, cioè, però alla fine, per come si è sviluppato come sistema di potere, di potenza, sono dei meccanismi quasi automatici che si sviluppano, che non sempre corrispondono a quell'ideale. Quindi Yannick riporta il discorso più che a un discorso di teorico di religione dell'economia, proprio un fatto pratico, meccanico, di meccanismi di funzionamento dell'economia. Che sono. Benissimo. Quindi, also dann, Patrick, bist du einverstanden mit dem, was Yannick sagt, dass dies aspetta, e Patrick è d'accordo che esista, la cosa possa essere vista anche così. Benissimo, sentiamo ora Lucia che voleva dire qualcosa. L'audio, Lucia.
questi giorni, tu sai che io seguo le lezioni del professor Bordoli, no? Questi giorni è arrivato all'uomo moderno e lui fa la filosofia della storia di Hegel. È arrivato all'uomo moderno e quindi ritrovo questi argomenti di adesso, delle due ragazze. Allora, lui dice, con la riforma di Lutero, Dio è uscito dal mondo. Quindi, mentre prima, per tutto il Medioevo, per, no, anche la filosofia di Aristotele, di Tommaso d'Aquino, cioè il governante pensava al bene comune, adesso la teologia è saltata, cioè Dio è uscito dal mondo, è uscito dall'esteriorità, perché Lutero l'ha messo nell'interiorità. Quindi, essendo dentro l'uomo, questo aspetto è cambiata anche la morale. Quindi, non a caso, in questo momento c'è anche lo sviluppo delle scienze e le scienze hanno delle leggi autonome. Cioè Dio non governa più, la religione non governa più e c'è uno scollamento, un distacco. E si è perso anche l'aspetto etico, morale. Cioè le scienze che vanno avanti, il progresso che arriva, non si chiede se bene o male, se giusto o ingiusto. Quando la scienza scopre qualcosa che si può fare, non si sta a chiedere, oddio, ma è bene farlo o è bene non farla? È conveniente o non è conveniente? E qui poi si arriva a questa... No, che si può degenerare. Cioè adesso ogni disciplina ha le sue leggi, la politica ha le sue leggi, la morale ha le sue leggi, la scienza ha le sue leggi. Tu arrivi alle famose la clonazione che hai nominato te prima, le modificazioni, i cambiamenti genetici, l'eutanasia, ce le puoi mettere tutte qua. Certo. Benissimo. Allora, dann Lucia hat gesagt, dass praktisch sie besucht zurzeit Simon in Urbino, Lucia. Und in Urbino gibt es einen Professor, einen italienischen Professor, der gerade eine Verlesung hält über Hegels Philosophie der Geschichte. Und diese Verlesung, dieses Seminar oder Verlesung besucht Lucia natürlich aus Interesse für die Philosophie und so weiter. Weil Lucia unterrichtet die Kunst mit einer philosophischen Perspektive, also die Philosophie, fast die Philosophie und Kunst zusammen. Und sie ist also sehr philosophieinteressiert, aber sie ist Expertin, aber Kunstexpertin. Und jetzt, sie meint, in diesem Kurs von der Professor Bordoli über Hegels Philosophie der Geschichte, sie ist genau jetzt in der Zeit der Moderne, nach dem Mittelalter. Und mit Luther ist ganz wichtig, Luther, die Reform von Luther ist ganz wichtig, weil man sagt, Gott wird weggenommen von der Äußerlichkeit vom Staat und wird in die Innerlichkeit des Menschen gelegt. Gott ist präsent im Menschen durch die freie Interpretation der Bibel zum Beispiel. Und es ist nicht mehr, es beginnt ein Prozess, ist natürlich ein Prozess, es beginnt mit Luther, wo praktisch die Theologie und Gott langsam von der Gesellschaft zurückzieht in das Individuum. Und so, die Gesellschaft, die dann entsteht nach dem Protestantismus, dann der Calvinismus, in der Moderne, also 16., 17., 18. Jahrhundert bis heute, ist eine Gesellschaft, wo die Religion und die Ethik nichts mehr zu sagen hat in der Gesellschaft. Und die Wissenschaften entwickeln sich, aber auch die Politik, nach keinen Gesetzen und nach keinen Zeiten und sind nicht mehr unter dem Obhut der Religion und der Ethik. Und das ist passiert. Und deswegen kommen wir dann auf die heutige Zeit, was ist passiert? Ich möchte jetzt etwas besser sagen. Was ist passiert? Wenn eine Entdeckung kam, eine Neuheit, eine Entdeckung, man hat nicht danach gefragt. Man war froh, dass man was Neues entdeckt hatte und dann hat man sofort umgesetzt. War man froh, dass man überhaupt etwas Neues hatte, eine neue Entwicklung.
Und erst jetzt, seit einigen wenigen Jahrzehnten, beginnen wir kritisch zu sein, weil einige von diesen möglichen technisch-technologischen oder technischen Möglichkeiten haben wir gesehen, dass sie sehr gefährlich sind. Und erst jetzt beginnt man den Mensch nach einer neuen Art zu suchen, um diese tausend Möglichkeiten der Technik zu kontrollieren, zu akzeptieren und abzulehnen. Das Aktuelle, das kann mit der Euthanasie zu tun haben, das kann mit dem Klonen zu tun haben und so weiter und so fort. Gentechnik zum Beispiel, Gentechnik, das ist ganz wichtig und so weiter. Und das ist eben, weil, wie gesagt, in der Moderne hat sich diese Entwicklung, die natürlich keine negative Entwicklung ist, einfach keine Entwicklung. Wir müssen damit lernen, jetzt umzugehen. Das ist jetzt diese Gedanken von Lucia. Wollen wir mit jemand was dazu sagen zu diesen Gedanken von Lucia? Oder hat man eine Frage für Lena und Patrick? Patrick hat was dazu zu sagen. Bitte, Patrick. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, kann man denn nicht gibt es denn nicht letztendlich zwei Entwicklungen? Es gibt ja einmal so diese technische Entwicklung, wo entwickelt wird, was funktionieren kann. Allerdings haben wir ja auch irgendwo eine geistige Entwicklung, also was möglich ist letztendlich. Also ich meine, bestes Beispiel dafür, wir haben irgendwann entdeckt, dass es im Weltraum Galaxien gibt. Aber der erste oder einer der entscheidenden Entdecker davon war tatsächlich Kant. Kant hat halt von Inseluniversen gesprochen, weil er in Entwürfe oder Erkenntnisse von Astronomen erfahren hat und hat seine eigene Theorie daraus abgeleitet. Das heißt, es ist ja nicht nur möglich zu entdecken, was möglich ist, was funktioniert, also etwas Technisches, sondern auch irgendwie was Wahrheitsmäßiges. Und diese Wahrheitsmäßige natürlich immer das Mögliche möglichst umschließen sollte. Technische und Inhalt dieser Wahrheit gibt es ja diesen technischen Aspekt, der sich darin bewegen soll. Ja. Kann man da letztendlich von zwei unterschiedlichen Entwicklungen reden und dass die Wahrheit immer der Technik voraus sein sollte? Was ja das Ziel der Philosophie letztendlich ist. Ja. Dice Patrick che abbiamo in effetti due sviluppi. Da una parte abbiamo lo sviluppo, diciamo, della scienza e della tecnica, più che altro della tecnica, diciamo così, che va per i fatti suoi, eccetera, e quindi ci rende possibili tante cose che però non sono ovviamente eticamente giustificabili, legittime. Dall'altra parte abbiamo lo sviluppo invece della filosofia, della scienza, del pensiero, che presentando ha citato lo stesso Kant, che Kant si è interessato di astronomia, come Hegel, ha fatto degli studi, e Kant stesso aveva capito che l'universo è costituito da delle isole, diciamo così, che sarebbero oggi le galassie, no? Quindi lo aveva intuito. Cioè, ha detto che dovrebbe essere così, che praticamente lo sviluppo della filosofia, della scienza, diciamo teorico puro, no? Dovrebbe inglobare in sé, giustamente dice, non dovrebbe essere lui, che dovrebbe inglobare lo sviluppo tecnico, cioè si dovrebbe arrivare a una sorta di unità, no? Ma smette su sagen, dass aus dieser zwei Entwicklungen müsste man theoretisch eine einheitliche Entwicklung schaffen, die von der Philosophie geleitet wird. Verstehst du richtig, was du meinst, Patrick? Ja? Ja, also letztendlich kann man es ja so machen. Die Philosophie sagt, was sein sollte. Ja. Die Gesellschaft ist diejenige, die Technologie ist das, was sein kann. Ja. Und das Dritte ist letztendlich die Gesellschaft, das, was sein sollte. Was man könnte, was man wirklich verwirklichen kann. Was man, oder? Ja, oder was man und, kann, genau. Also man kann. Ne kann theoretisch, wenn man praktisch um die Umsetzung die Gesellschaft. Also praktisch, theoretisch, noi dovremmo concepire tre livelli di sviluppo. Da una parte la filosofia e la scienza teorica, diciamo la scienza, devono, o la filosofia, devo dire quello che deve essere.
quello che il bene, quello che deve essere, il bene, direbbe Platone. Plato würde das Gute, die Philosophie sagt, was sein soll, das Gute, il bene, die Philosophie sagt, was il bene soll. Die Technologie sagt, was man kann, was man praktisch technologisch heute möglich machen kann, was möglich. Und die Gesellschaft ist am Ende, die Politik ist praktisch, was dann ist umsetzt, was la politica è quello che poi lo realizza. Quindi la filosofia dice quello che è giusto, quello che è bene. La tecnologia dice quello che può fare, quello che realmente può fare, no? Come ora il bene è creare il vaccino per tutti. Ci abbiamo messo dei mesi la tecnica, la scienza applicata per realizzarlo e poi la politica lo deve mettere in pratica, in sostanza. Quindi si vedrà bene tra questi tre piani, filosofia, tecnica e politica. Richtig? Filosofia, tecnica e politica. Giusto, padre? Richtig, padre? Non ti sedrai bene. Ma mi sembra una considerazione importante. Vedete che insieme si pensa meglio. Zusammen kann man besser denken. Seine einzelne Person. Es scheint mir eine wichtige Betrachtung. Das also so müsste funktionieren. Nicht, dass einfach die Technik erfindet etwas und gleich wird in Umlauf gestellt, sondern dass die Philosophie und die Ethikkommission weltweit natürlich, l'Ethikkommission weltweit, sagt ja, quindi, e così dovrebbe funzionare, che quindi la tecnologia dice quello che riesce a fare, però ci vorrebbe una commissione etica, filosofica, mondiale chiaramente, non più nazionale, se no non serve a niente, che ti dice questo lo facciamo e questo non lo facciamo. Eine Ethikkommission weltweit natürlich, die sagt, das machen wir, das ist möglich, 100 ist möglich, 75 machen wir, 25 nicht. Weil es gefährlich für die Menschen. Cioè una struttura di questo genere, so eine ähnliche Struktur braucht man weltweit, also für die Zukunft. Und die Zukunft muss so aussehen. Il futuro deve essere così. Questo non è un'utopia, è keine Utopie. Es muss in diese Richtung gehen. Es geht das Überleben der Menschen. Also, es ist nichts anderes im Spiel. Also, ne va della sopravvivenza dell'umanità. Quindi non è un'utopia, ho detto. Quello della... Angela vuole dire qualcosa. Bitte, Angela. In tutto questo però abbiamo lasciato fuori l'economia. Cioè, è tutto molto bello questo, è molto interessante. Però tutto questo discorso mi fa pensare a Marx in grande, in gigantesco. Sì. Cioè, sì. Lasciamo fuori l'economia e l'economia che ne pensa? Ma Patrick, Angela che sa... Dieses Gespräch, die wir gerade geführt haben, lässt sie an Marx denken, wo praktisch jemand und sagt, was die Wirtschaft, was hält die Wirtschaft davon, was würde davon halten die Wirtschaft? Che dici? Che vedrebbe l'economia di questo? Was würde die Wirtschaft davon halten? Also man müsste in diesem Schema auch die Wirtschaft integrieren. Irgendwie. Zum Beispiel, ich sage auch meine Meinung darüber, ich würde sagen, die Wirtschaft braucht auch ein Umdenken. Man muss die Wirtschaft nicht mehr nach dem Profit denken, sondern nach dem Prinzip der Kreativität. Also die Wirtschaft als eine Dimension, wichtige Dimension des Lebens, wo die Menschen kreativ sind, neue Sachen produzieren. Arbeit ist immer kreativ. Aber sich nicht nach dem Profit orientieren, also ich kreiere, produziere, was mich mehr Geld zu haben. Egal, ob das was Gutes ist. Nehmen wir Drogen zum Beispiel. Sondern ich produziere, was für die Menschen am meisten nützlich ist. Das verkaufe ich auch und kriege auch Geld. Aber ist dieser Dienst, die Arbeit als Dienst, nicht als Profit, das ist der Schlüssel für eine neue Wirtschaft. Das bedeutet nicht, dass man nicht Profit macht. Das bedeutet nicht, dass man kein Profit macht. Das ist nur eine andere Art und Weise zu denken. Dass das Geld ist nicht Zweck, sondern ist Mittel.
Aber Geld kommt trotzdem, weil wenn ich was Gutes mache für die Menschen, werde ich die Menschen wohl kaufen. Weil was Gutes ist. Also werde ich Geld kriegen. Aber es ist eine andere Sache. Aber ich, man muss an einer neuen Wirtschaftsethik arbeiten. Das ist ganz wichtig. Das kommt raus aus dieser Philosophie des Idealismus. Ich übersetze die Italienisch und die Deutsche jetzt denke, ob ihr was darüber sagen wollt. Ho detto che praticamente bisognerebbe pensare per l'economia, hai ragione Angela, chiaro che non possiamo pensare a una soluzione marxista, no? Che dallo Stato da sopra decide tutto. Bisogna pensare a una nuova etica dell'economia, cioè il lavoro visto come servizio. Cioè io, il fine dell'economia, quindi del lavoro, non è il profitto, non è i soldi, non sono i soldi, ma i soldi sono un mezzo per un lavoro che sia creativo. Cioè io attraverso il mio lavoro produco qualcosa che è utile, ma se è utile lo venderò. Cioè, è chiaro, cioè i soldi, l'economia vende se produce qualcosa di buono e di utile, non è che non venda, cioè non è il problema dei soldi. E però se invece, se nell'economia c'è il profitto, cioè io, l'importante è i soldi, il profitto, non importa come, e allora non andiamo bene. Cioè bisogna proprio cambiare il principio dell'economia, il che non significa che l'economia deve essere statale, cioè che lo Stato solo produce, no, producono gli individui, ma con un'altra mentalità. Il problema è tutto questo, cambiare la mentalità dei produttori. E qui Marx pensava di eliminare i produttori, cioè li eliminiamo. La soluzione di Marx era un po' come... Ritorna al paradigma. È il paradigma, certo. Cioè, sagt Angela, sagt Lucia, es wieder zurück zu dem Thema des Paradigma, was ich gesagt habe in dieser Willkommen-Session. Man braucht ein neues Paradigma. Man muss anders denken in der neuen Welt. Wir können nicht eine neue Welt haben mit einer alten Mentalität, auch in der Wirtschaft. Weder eine kapitalistische, noch eine kommunistische Mentalität. Also es ist wirklich, muss ich sagen, wenn wir denken, dass eine neue Welt nötig ist, natürlich nicht von heute auf morgen, aber dass diese alte Welt, in der wir leben, nicht mehr geht, ist alt. Ist ideologisch alles. Kapitalismus ist alt, Kommunismus ist alt. Aber es gibt Bücher, viele Bücher, die sprechen über eine dritte Möglichkeit. Es gibt viele Menschen, die sich Gedanken, auch in der Wirtschaft. Es gibt, wir werden mal darüber eine Sitzung machen, wir werden ein bisschen Material zusammensetzen. Es gibt viele Ansätze. Aber bis jetzt hat sich keine richtig noch zu einer neuen Partei oder Bewegung. Das ist noch nötig für die Zukunft. Eine neue Partei, eine neue Bewegung, die sagt, wir wollen etwas Neues gegenüber dem Kapitalismus und kommen eine neue Welt. Ma c'è, ma anche questo, auch das wäre ein gutes Thema für eine Hausarbeit. Ja, wir haben schon drei Themen heute erarbeitet. Habt ihr was geschrieben, Vania und Lena? Habt ihr, gut, da können wir eine Tabelle machen auch für heute. Die Vania hilft mir immer mit der Tabelle. Das könnt ihr das auch in die studentische Initiative morgen übernehmen, ne? Was wir heute gesagt haben. Moment, Patrick, man ist gut, ich übersetze auf Italienisch zuerst. Ne? Es ist das erste Mal, dass ich muss zuerst den Deutschen sagen muss, Geduld haben. Meistens nicht mehr, weil ich mache es, spreche Italienisch und dann übersetze Deutsch. Muss Italiener Geduld haben. Oder muss ich den Deutschen ein bisschen Geduld haben, weil ich muss Deutsch Italienisch übersetzen. Ha detto che praticamente questo fatto, diciamo, è una terza via. Ma ci sono tanti pensatori che hanno scritto su una terza, a parte che Moro e Berlinguer a questo lavoravano. Quindi per questo è stato fatto fuori Moro, perché stavano aprendo con l'Europa l'idea dell'eurocomunismo. Era l'idea di una terza via. Questo era l'eurocomunismo. Era una terza via tra l'America e la Russia e l'Unione Sovietica. Questo era. Per questo prima hanno cercato di fare fuori Berlinguer in Bulgaria, non ci sono riusciti. E hanno fatto fuori Moro tramite le brigate russe che si sono fatte abbindolare, che erano giovani praticamente, pensavano di fare la rivoluzione, e invece sono stati utilizzati. Poi ci sono stati però dopo Amartya Sen, Amartya Sen, che ha avuto un Nobel Prize per l'economia, se non sbaglio, Abhimitsyanand Rinderth, Amartya Sen, Aister Wirtschaftsdenker, der hat, glaube ich, auch einen Nobelpreis bekommen. Der hat ein Buch über den dritten Weg geschrieben. Amartya, glaube ich, ist aus Indien, glaube ich. Bin ich nicht sicher, oder?
Amartya, A-M-A-R-T-Y-A. Amartya S-E-N, Amartya Sen, Aene von Fide. Ne? Quindi Amartya Sen, che ha scritto uno di tanti, che ha scritto questo libro sulla terza via. Ma ce ne sono tanti anni. Insomma, si sta lavorando. Quindi questo è un po' il nostro orizzonte, diciamo, di lavoro comune. È questo. Cioè, partire dalla filosofia classica, perché ci dà le basi per questa terza via. Also, wir sollten praktisch von der klassischen Philosophie ausgehen, da uns die Grundlagen gibt, für diese dritten Wege. So wie man sagen würde, mit der Musik lernen, Musik, Rock, Musik machen, aber wenn ich lerne klassische Musik, Piano, da gibt mir die Grundlage. Beethoven, Mozart, gibt mir die Grundlage. Aber ich möchte dann Rockmusik machen, weil ich mag elektrische Instrumente. Aber wenn man diese, so ist ein bisschen, wenn man diese Vorbereitung der klassischen Musik, das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Und das ist so ein bisschen, was ich machen sollte. Diese Kant und Hegel, die Plato, Aristoteles, die ganz großen, benutzen, verwenden für eine neue Theorie, für eine neue Welt, für einen dritten Weg. Das ist eben. Gut, aber wir haben viele, viele interessante. Patrick, du wolltest noch was dazu sagen, ne? Ja, letztendlich hatte ich da nur eine Anregung, einen Text gibt es da oder ein Werk von Horkheimer und Adorno. Die haben sich ja mit der Dialektik der Aufklärung beschäftigt. Und einer der Essays handelt letztendlich über die Kulturindustrie, wo Kultur zur Ware wird. Ja. Und haben das letztendlich als einen Massenbetrug der Aufklärung bewertet. Ja. Oder bezeichnet. Das passt ja hier wunderbar rein. Ja. Weil die haben das ja in den 50er Jahren oder 40er oder 50er Jahren schon kritisiert. Ja, ja, wenn du Zeit hast, dann mal kurz darüber ein Referat. Man muss rein zwei Seiten ein bisschen zusammenfassen. Ja, kurz könnte ich mir gerne aufschreiben, ja. Ja, ja, wenn du Zeit hast, dann mal für uns hier, dass du das reichen zwei Seiten, so wie wir heute gehabt haben von Bania. Allora, ha detto il padre che ci ha consigliato la lettura della dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno, che in un capitolo parlano dell'industria culturale e parlano appunto che la cultura diventa nel mondo industriale anche un oggetto, una merce, diciamo così, la mercificazione della cultura. Quindi ci ha consigliato questa lettura. Bene, tante grazie. Se posso aggiungere una cosa, Marco? Sì, certo. Ma non c'è la voglia. A questo proposito mi veniva in mente questa replica, nel senso, sarebbe necessaria a questo punto una grande consapevolezza di quello che poi è effettivamente giusto e quello che invece è un giusto che ci viene indotto. E io ho l'impressione che sempre più spesso ci viene un po' più indotto questo giusto che non quello che effettivamente è. Se posso fare un brevissimo esempio pratico per far capire il mio pensiero. Per esempio, il discorso del glifosato, del glifosato che si usa per rendere più proteico il grano. In pratica l'industria ha convinto sia le industrie del pane, della pasta, che è necessario un grano più proteico perché rende, diciamo, i prodotti migliori. E, mentre invece dall'altra parte c'è tutto il fatto dell'inquinamento, ma anche del fatto che noi non siamo predisposti a digerire tutte queste proteine. Quindi da una parte c'è una necessità indotta, ma in realtà non è così, perché se noi invece di avere un pane lievitato 20 centimetri ce l'abbiamo lievitato 12, che però è più digeribile, più salutare, non ci cambia niente. Certo, quella è una necessità indotta che l'industria, tra virgolette, ci ha suggerito o della quale ci ha convinti per perseguire le sue necessità. Quindi, certo, se vogliamo arrivare a questo punto, però ci dovrà essere una conoscenza veramente, veramente approfondita in tutti gli ambiti, altrimenti sarebbe facile cadere poi nella contraddizione che qualcuno di superiore che decide, però siamo certi che poi deciderà effettivamente per il nostro meglio. Certo.
Sie meint Angela, Angela, die ist Expertin für natürliche Ernährung vor allem. Sie beschäftigt sich sehr mit natürlicher Ernährung. Das natürlich in Deutschland heutzutage ganz wichtig ist, ein Trend und so, aber auch in Italien und hoffen wir auch in anderen Ländern. Sagt man, was man braucht dann in diesem dritten Weg, die wir jetzt so damit wir beschäftigen, ist eine Autorität, die wirklich unterscheiden kann zwischen dem, was wirklich gut ist, objektiv, wissenschaftlich, und dem, was die Industrie sagt, das gut ist. Weil sie meint, heute die Industrie sagt zum Beispiel, sie hat ein Beispiel von, was in Deutschland sagt man, Glyphosat, Glyphosat, dieses Produkt, was ergänzt wird zu dem, ist richtig? Glyphosat. Glyphosat, richtig, ja. Ja, richtig, diese Glyphosat, die Industrie, die Nahrungsmittelindustrie, will uns verkaufen, dass das gut ist für uns, weil sie sagt, das gibt praktisch zum Beispiel das Brot, wird höher, scheint mehr Proteine zu geben und so weiter. Aber sie meint, das ist etwas Unnatürliches und deswegen, das ist praktisch eigentlich schlecht. Dann brauchen wir praktisch eine Autorität. Und diese Autorität, die entscheidet, die feststellt, was gut ist und was nicht gut ist, was technisch realisiert werden soll und was nicht realisiert wird, das muss eine richtige, unabhängige, philosophisch-wissenschaftliche Autorität sein. Ja, quindi penso che sia giusto. Ah, ecco, haben wir Mona, die will dazu sagen. Richtig, Mona? Möchtest du was dazu sagen? Perfekt, bitte, Mona. Ich glaube, dass Problem, was dabei besteht, ist, dass vor allem heutzutage, das war zu Marx-Zeiten zum Beispiel noch anders, die Werbung eben diese Autorität in der Industrie, beziehungsweise die Werbung ist das Kommunikationsrohr der Gesellschaft gegenüber. Sprich, eigentlich müsste die Werbung als diese Zwischenschalte zwischen Produktion und Gesellschaft ausgeschaltet werden und durch die Wissenschaft ersetzt, weil die Gesellschaft nicht über die Produktion oder das Produkt selber wirklich in der Wirklichkeit informiert wird, sondern eigentlich durch diese, ja, Raymond Williams nennt das die Magie der Werbung. Ja, also eigentlich so ein Zauber kreiert, der ja eigentlich nicht besteht. Und eigentlich durch die Werbung ist die Wissenschaft gehindert, die Wahrheit über die Produkte überhaupt zu kommunizieren. Richtig. Das ist sehr interessant, was du sagst. Genau letzte Woche war da Julian, der junge Mann, der jetzt weggegangen ist. Der Julian war bei uns mit drei Studentinnen aus dem gleichen Seminar wie Vania und Lena. Dieses Seminar über die philosophische Plattform. Und hat über Marshall McLuhan gesprochen, seinem kanadischen Soziologe, der in den 60er Jahren genau das gesagt hat, was du jetzt gesagt hast. Das Problem, er hatte damals gesagt, die Werbung wird ein Problem sein, weil die Werbung wird verhindern, was du gesagt hast jetzt. Das man übersetzt auf Italien. Ha detto Mona, che è d'accordo con te, Angela, con quello che stiamo dicendo, ha detto che il problema è la pubblicità. E io poi l'ho detto che l'altra volta ne abbiamo parlato con Julian e gli altri, no? Di McLuhan, il sociologo canadese. Perché la pubblicità è il medio, diciamo, sta in mezzo tra la produzione e il consumo. Abbiamo da una parte la produzione, dall'altra il consumo. Tra i due c'è la pubblicità, che ti vende certe cose per buone che invece non lo sono. Ora dice, al posto della produzione, della pubblicità, ci dovrebbe essere la scienza. Cioè la scienza dovrebbe svolgere questa funzione di mediazione tra la produzione e il consumo e di dirti questo sì e questo no, cioè questo è buono, questo non è buono. E a questo proposito vorrei dire una cosa io, e cioè che nella nostra piattaforma è prevista una sezione di pubblicità a ditte green, cioè per cui questa piattaforma, quando un giorno sarà diventata importante, come speriamo, ci saranno tanti studiosi che vi partecipano, metterà un timbro
e dirà questo prodotto, questa ditta fa cose buone e questo non è quello che dice Mona. Ich habe jetzt was gesagt, ergänzt dazu, was du gesagt hast. Und zwar, diese philosophische Plattform, Philosophie für Future Org, ist von mir so konzipiert worden, dass auch eine Sektion darin kommt, wo man, wo nicht nur ich, sondern Philosophen und Wissenschaftler, ich hoffe, dass diese Plattform Erfolg hat. Jetzt bin ich, Professor Jammert, geschrieben und viele von euch Studierende, ne? Die haben zur Verfügung gestellt, ihre Ausarbeiter. Aber ich hoffe, dass wir zusammen, ich allein kann ich es nicht, aber wir zusammen schaffen, auch andere Dozenten, andere Wissenschaftler zu begeistern. Und diese Plattform kann dann in Zukunft eine Sektion enthalten oder mehrere Sektionen enthalten, wo eben Wissenschaftler sagen, diese Firma ist grün und diese nicht. Diese Produkte, eine Art Stempel. Cioè, meine Idee ist, dass diese philosophische Plattform, mein Wunsch und mein Traum, und woran ich jeden Tag arbeite, weil ich inzwischen arbeite jeden Tag, ist, dass an dieser Plattform, ist, dass diese Plattform der Ort wird, wo die Wissenschaft und die Philosophie zusammen, ich möchte sagen, nicht die Welt regieren, das wäre mein erster Wunsch. Aber vielleicht einen großen Beitrag geben dazu. Es muss ein Ort geschaffen werden, und das kann nur online stattfinden, wo die Menschen, die nicht nur ethisch gut sind, sondern auch theoretisch die Fähigkeiten haben, weil manchmal reicht die, ein gutes Gefühl für die Ethik reicht nicht, man braucht auch Wissen, dass Menschen, die diese beiden Elemente haben, das Gute und das Wissen, verbunden, wie Lucia gesagt hat, vorher von Dante, Tugend und Wissen, dass sie in diese Plattform dann schreiben, wie die neue Welt aussehen muss, aussehen soll. Das ist der Sinn der Sache der philosophischen Plattform. Deswegen als Unterstützung von Fridays for Future oder von irgendeiner Bewegung, weil wir brauchen eine Bewegung, das ist klar, wir brauchen Fridays for Future, eine andere Bewegung, ist egal. Oder dass diese Plattform von sich aus eine Bewegung hervorbringt. Das geht auch. Das von sich aus eine Bewegung. Ho detto che praticamente il mio più grande desiderio e il motivo per cui ho elaborato la piattaforma filosofica è proprio che la piattaforma diventi il luogo in internet mondiale in cui praticamente si elabori, si sviluppi a livello teorico questa terza via e che ci siano presenti anche sezioni, non solo da me ovviamente, io ho coinvolto studenti e persone come Lucia e come Angela che in diverso modo sono esperte, diciamo, di un sapere, no? E poi dobbiamo coinvolgere anche studiosi, ricercatori, tutti che hanno ovviamente uniscono questo due componenti di Dante, il bene e la virtù, cioè la virtù e il sapere, quindi le uniscano e poi noi in questa piattaforma possiamo mettere delle sezioni in cui noi facciamo la pubblicità alle ditte che sono green e ai prodotti che sono green. E ho detto scherzando, però neanche tanto scherzando, che il mio più grande desiderio è che questa piattaforma diventi il luogo dal quale un giorno si diriga il mondo. Perché noi dobbiamo averne uno, che sia questo o sia un altro, però dobbiamo, e può essere solo online, non, può essere, cioè non, in cui si pensi il mondo, la terza via, in cui si pensi il pensatoio del mondo, diciamo così, del nuovo mondo deve diventare. E io mi auguro, però io solo no, cioè io no. Per ora abbiamo tanti studenti bravi e tante persone appunto esperte bravi. Poi dobbiamo avere anche tanti altri studiosi e ci dobbiamo lavorare. Però secondo me siamo a un buon punto perché siamo partiti bene. Poi vediamo. Cioè, pensate, vi si hanno in gute buon, vi si gute anche fangen, e si sta sersi semestre da si c'è in seminario per i filosofi e platform game. Un di sei das, scut, di risonanza, scut, è positivo. Also deswegen, wichtig ist, dass man gut startet und wie Patrick sagt, wie sagst du, Patrick, immer kleine Schritte, das ist deine Weisheit. Ja, die Schritte müssen nicht groß sein. Sie müssen nur in die richtige Richtung gehen. Also das ist unser Motto. Unser Motto ist Patrick sagt.
Kleine Schritte in die Richtung gehen. Piccoli passi nella giusta direzione, dice Patrick. Questo dobbiamo imparare. Abbiamo iniziato un guto start, un buon inizio l'abbiamo avuto. Piccoli passi lo stiamo facendo. Per esempio, un piccolo passo è che noi siamo qui in una comunità europea, italo-tedesca, e siamo insieme. Se si ha ok, ein kleiner Schritt, aber richtige Schritte, richtig, dass wir hier eine kleine europäische Gemeinde sind, die wir gemeinsam diese tiefe Gedanken erarbeiten. Das ist nicht selbstverständlich. Ja? Das ist also nicht selbstverständlich. Und ich möchte auch jetzt die Gelegenheit nutzen, um euch zu sagen, dass am kommenden Mittwoch, bitte euch, wenn es geht, präsent zu sein. Wir werden eine wichtige Veranstaltung über Europa und wird eine Französin sprechen über ein Projekt, die sie haben und vielleicht auch aus Österreich sein. Wir werden, wenn alles klappt, 4 Nationalitäten haben. Das ist ganz wichtig. Deswegen bitte ich euch wirklich, nächsten Mittwoch Zeit zu nehmen. Es wird sehr interessant sein. Wenn es klappt, können wir vielleicht in der Zukunft sogar auch französische Teilnehmer haben. Aus Österreich, sowieso ist die Sprache zum Glück Deutsch. Aber Französisch kann ich ein bisschen, aber wir werden gucken, wie die Sprache, wie wir machen. Aber es ist sehr interessant, dass wir auch Französen dabei. Meine Idee ist, dass wir erweitern. Ne? Also, wenn ihr Zeit habt, nächsten Mittwoch, dass wir auch, ho detto appunto, ich ho detto poi di prossimo mercoledì, che avremo anche i francesi, gli austriaci, quindi di venire. Prego, Lucia. Io devo andare. Sì, ora chiudiamo. Lucia, sì. Allegrati con le 2 ragazze ancora. Sì. Ciao, ciao. Lucia Musbeck geht hier auch heute schlecht mit, und sie hat sich nochmal bedankt und gesagt, es war sehr gut, eure Referat über Toynbee und die ganze Diskussion. Va bene, allora, direi che abbiamo finito, aber ich denke, wir sind für heute zu einem glücklichen Ende gekommen. Wir haben wirklich, siehst du, ich möchte jetzt noch eine letzte Frage stellen an Vania und Seklena. Un monoc, di varie città, se mai. Vania und Lena, habt ihr das gedacht, dass vielleicht aus so eine Seite, so eine Diskussion, so, wir haben viel mehr diskutiert als gelesen. Habt ihr das gedacht oder wie ist das bei euch gekommen, diese? Ho detto, se potevano pensarsi, immaginarsi che da poche pagine lette loro in poco tempo, 10 minuti per una discussione di 1 ora, 1 ora e mezzo sarebbe venuta fuori. Vania, was denkst du darüber? Ich fand es jetzt sehr interessant, dass das so eine Diskussion angeregt hat. Also hätte ich mir nicht so vorstellen können, dass das ja, so weit geht. Ja. Lena, du auch? Ich hatte gedacht, dass das Zitat oder die Idee im Allgemeinen halt schon eine Diskussion anregt, aber wie tief die Ideen da jetzt gegangen sind, fand ich jetzt doch auch ein bisschen überraschend. Hast du gesehen? Aber so war immer bei uns, auch als wir viel Europa gemacht haben, alle 2 Wochen in Präsenz früher, bis zum letzten Jahr, Patrick, wir sind bis 22 Uhr geblieben, ab 19.30 Uhr, und ich bin weg, aber die sind immer, weil der Hausmeister hat damals zugemacht, aber die jungen Leute sind draußen geblieben, haben weitergeredet, damals, also nachts. Also so ist bei uns. Jetzt hier, wir haben gesagt, ja, 18, 21 Uhr, aber so ist es. Also man spricht jetzt, bis wenn man wirklich alle möglichen Argumente. Und, also ich mich würde freuen, wenn ihr das auch in die Studenteninitiative weitergeben würdet morgen, damit auch andere Leute kommen. Und wir brauchen wirklich andere Leute auch, aber immer so Interessierte. Aber sagt ihr, dass es so positiv war? Weil es ist absolut nicht formell, nicht akademisch, hat jetzt nichts mit dem Leofana oder mit der Universität zu tun. Ja, auf die Gefahr, dass ich jetzt klinge wie wandelnde Sprichwörter, aber Philosophie lebt ja vom Diskurs, vom Gespräch, ja, vom Austausch der Ideen. Ja. Alleine als einzelne Person kann man nicht alles erfassen. Also, ja. Ich weiß ja auch, was ich nicht weiß. Ja, genau. Patrick, io ho detto appunto di dirlo agli altri anche, domani avranno questa iniziativa studentesca e pare, detto sì, così vengono anche altri, detto sì, perché la filosofia vive del dialogo e quindi è importante che ci siano tante persone. Es ist wichtig, also mehrere Menschen, gleichgesinnte Menschen. Das ist ganz wichtig. Und ich achte darauf immer, dass Menschen kommen hier, die gleichgesinnt sind, und nicht jemand, der zum Beispiel ganz anders denkt, weil dann ist nur Streiterei.
also Menschen, die gleichgesinnt sind, die kooperativ sein wollen und sich gegenseitig helfen für ein gemeinsames Ziel, gemeinsames Zweck. Das ist eben die, das ist die, gut, okay. Allora, ho detto che appunto io cerco sempre di avere persone che siano cooperative, persone che abbiano una stessa direzione di pensiero simile, magari esperienze diverse. Va bene, allora, ich würde jetzt sagen, wir sind für heute fertig. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Vania, bei Lena für ihr Referat. Dankeschön. Wir machen so, vielen Dank. Und eben, es hat mir auch sehr gut gefallen, dass Mona da war, obwohl sie dann in zwei Wochen erst ihre, vielen Dank Mona, dass du dabei bist und dass Patrick auch gekommen ist, das ist ganz wichtig, Patrick, dass du auch du diese Leiter mitmachen in der Studenteninitiative. Deswegen vielen Dank. Bedanke mich bei Jannik auch natürlich, dass, obwohl es in der letzten Zeit nicht so gut ging, dass heute wieder bei uns war. Stefano ist in England. Stefano, bist du sei in Inghilterra, giusto? Du? Esatto, esattamente. Esatto. Londra. Esatto, a Londra, in London. Ist ein junger Egelforscher, der arbeitet bis spät, aber ab 19 Uhr, wenn frei wird, schaltet sich ihm und immer dabei ist. Rosanna ist eben unterrichtet auch, wie gesagt, in Lüneburg, aber sie war heute ab und ab da, weil Kopfschmerzen leidet und deswegen, ich verstehe es, 3 Stunden ist schon viel, sie hat schon 1,5 Stunden mitgemacht am Anfang. Und Angela ist auch immer bei uns, Angela, und sie ist Expertin für natürliche Nahrungsmittel, das ist ganz wichtig. Das, und Köchin, ganz gute Köchin unter anderem. Angela gibt uns auch gute Rezepte, wenn ihr Rezept braucht, Angela kontaktieren, und die hat wirklich ganz gute Rezepte. Sie stehen auch in unserer philosophischen Plattform. Natürliche Küche. Die Angela schreibt in diese Sektion Kokos, weil die natürliche Küche ist ganz wichtig für die Zukunft. Natürlich, aus Umweltgründen und so weiter. Gut, okay. Allora, ho detto, ho ringraziato tutti uno per uno, quindi ho ringraziato i ragazzi che sono stati così bravi, presenti, e sono stati con noi. Ho ringraziato Stefano che quando può dopo il lavoro comunque è sempre con noi, anche lui. Rosanna oggi a metà, perché era un po' ovviamente stanca per il mal di testa, però comunque è stata con noi. E poi ho detto di Angela che per qualsiasi cosa, ricette naturali, si possono rivolgere a te tramite la piattaforma, che sei un'esperta. I giovani in Germania hanno molto questo senso del mangiare naturale loro. E quindi va bene, also dann wünsche ich euch einen schönen Abend, vielen Dank nochmal alle zusammen. Und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, dann nächsten Dienstag speziell über Regel und nächsten Freitag allgemein. Quindi ci vediamo il prossimo martedì e il prossimo. E il 2. Dezember, ganz wichtig, 2. Dezember in Stettenburg, über Europa. Das schreibe ich aber euch extra. Va bene? Ciao. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao, ciao, Janik. Buona serata. Ciao. Schönen Abend noch. Alle zusammen. Ciao. So, allora.